Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! An der Fachhochschule der Polizei wird eine gute Arbeit geleistet. Jedes Jahr verlassen hochqualifizierte Absolventen diese Einrichtung und verstärken den Polizeidienst des Landes Brandenburg. Wir haben in den letzten Jahren die Aufnahmezahlen in Rekordhöhen gesteigert, sicher auch, um vorherige Defizite auszugleichen. Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Gesetzentwurf folgerichtig. Die Aufwertung der Fachhochschule der Polizei zu einer Hochschule der Polizei ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Ausbildung für den Polizeidienst weiter ausgebaut, qualifiziert und spezialisiert werden soll. Im Mittelpunkt steht dabei, dass die kriminalistische Ausbildung einen höheren Stellenwert erhalten soll. Endlich einen höheren Stellenwert erhalten soll. Das ist eine alte Forderung. Und Herr Lagenbacher, Sie haben ja darauf aufmerksam gemacht, dass es da verschiedene Initiativen gegeben hat. Ich habe mich darüber mit Herrn Schönbohm schon gestritten. Allerdings hatte das keine große Wirkung. Und wir haben auch im Begleitbeschluss zur Polizeireform Ende 2010 gefordert, dass die kriminalistische Aus- und Fortbildung zu intensivieren ist. Das ist in diesem Zusammenhang als eine Richtung abgesteckt worden. Und wir wissen, einerseits nehmen die Herausforderungen für die kriminalistische Arbeit zu. Andererseits war und ist klar, dass erfahrene Kriminalisten mit einer spezifischen kriminalistischen Ausbildung aus dem Dienst ausscheiden bzw. schon ausgeschieden sind. Und da entstehen schon tiefe Lücken. Ein wichtiger Ausgangspunkt, darauf nimmt der Gesetzentwurf ausdrücklich Bezug, war die von den Koalitionsfraktionen im Februar vergangenen Jahres eingebrachte Entschließung zur Vertiefung der kriminalistischen Ausbildung. Und Sie haben recht, Herr Lagenbacher, Sie hatten einen Antrag gestellt und wir haben dazu diesen Entschließungsantrag eingebracht. Aber der Hintergrund war, dass Sie mit Ihrem Antrag sozusagen in Landesverantwortung die spezialisierte kriminalistische Ausbildung durchsetzen wollten. Und wir wissen, dass das mit der Kraft des Landes nicht möglich gewesen wäre. Deshalb haben wir in der Entschließung die Landesregierung aufgefordert, die Spezialisierung in der Polizeiausbildung auszubauen, vor allem zur Cyberkriminalität, zur Wirtschafts- und organisierten Kriminalität sowie zur Kriminalprävention bei Gewalt- und Eigentumskriminalität. Der Innenminister hat darauf hingewiesen. Des Weiteren sollte geprüft werden, ob in Kooperation mit anderen Ländern oder dem Bund gesonderte Studiengänge für Spezialisten der Kriminalpolizei eingerichtet werden können. Nochmal, in eigener Verantwortung, in eigener Kraft das zu leisten, wäre nicht möglich gewesen. Wir haben auch in einem dritten Punkt festgelegt, für den Fall, dass es zu keiner Kooperation kommt, sollte geprüft werden, wie kriminalistische Ausbildung an der Fachhochschule vertieft werden kann. Mit dem Gesetzentwurf hat die Landesregierung diesen Auftrag des Landtages umgesetzt, wobei ich betonen möchte, dass mit dieser Vorlage meine Erwartungen übertroffen werden. Die weitergehende Zielstellung, in Kooperation mit anderen Ländern oder dem Bund gesonderte Studiengänge für Spezialisten der Kriminalpolizei einzurichten, konnte wenig überraschend nicht erreicht werden. Deshalb ist es folgerichtig, dass wir in unserer eigenen Verantwortung und mit den Möglichkeiten unseres Landes eine spezialisierte kriminalistische Ausbildung betreiben an einer künftigen Hochschule der Polizei. Wir unterstützen ausdrücklich die geplante Einrichtung von Masterstudiengängen für die Ausbildung von Kriminalisten, in denen das Fachwissen für besondere Aufgabengebiete vertieft werden soll. Der Bedarf ist unbestritten und ich bin mir sicher, dass ein solches Angebot sehr gut nachgefragt werden wird. Ich freue mich auf eine zügige Beratung im Innenausschuss und auf eine baldige Inkraftsetzung dieses Gesetzes. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.